Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Heiligen Gral oder nach der letzten Aufgabe von Tunti, Tomti, 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 Tomti. Live. Also erstmal, ja, oh je, du kriegst sie gleich. Miete und du musst dich mal um deinen Papagei kümmern, ne? Fangkiste. Ja, ich glaube, ich habe noch eine. Fangkiste. Ich hatte doch eine, oder? Hatte ich nicht noch irgendwo eine Fangkiste? Ich hatte doch noch eine, oder? Wisst ihr das? Irgendwo hatte ich doch eine, oder? Wo habe ich die denn wieder hingelegt? Ich weiß es doch nicht. Das ist ja schon wieder... Immer noch ein paar komplettes... Ich hatte eine Fangkiste. Kiste Pappkarton, ne. Weißt du, wo ich die Fangkiste hingetan habe? Ne, ne? Ich bin mir sicher, ich hatte noch eine. So, guck mal hier, die wachsen auch schön. Können wir erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ich habe mich schon mal wieder mit Spielzeug bewaffnet, ne, dass ich, wenn ich Tomti gleich sehe, dass ich ihm gleich was schenken kann, damit das hier auch aufwärts geht mit unserer Liebesbeziehung. Da ist noch nicht, ihr seid auch noch nicht. Ihr seid auch noch nicht. Hier kann man ernten, guck mal. Dieses Zeug auch. Das ist ja wieder schöne, fette Ernte. Was können wir Popcorn machen, Leute? Ja, ich mache einfach Popcorn. Das ist es. Können ja ein bisschen Popcorn backen, ne? Macht er doch mit, oder? Popcorn ist doch cool. Herbst 21. Ganz so lange ist es ja nicht mehr. Ein paar Tage wären es noch, um nochmal auf die Insel zu kommen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das noch mache, ne? Weil wir haben wichtige Werkzeuge, sind bereits raffiniert. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Vorteil ist. Vielleicht nochmal einen Hauch schneller, aber... Ich weiß nicht, kommt da nochmal irgendwas? Ist da was geplant, dass da man jetzt raffinierte Werkzeuge... Habe ich irgendwas nicht abgebaut, wo ich unbedingt ein raffiniertes Werkzeug für brauche? Mir ist nichts aufgefallen. So, Mais haben wir, dann holen wir uns hier noch die leckeren Beeren. Da können wir gleich auch noch einen Kaffee kochen, oder? Können wir auch mal machen, wir haben ja Zeit. Wir sind ja nicht in Hektik. Ich weiß gar nicht, habt irgendjemand eine Idee, was wir mit den Errungenschaften auf Steam machen können? Hat da einer was geschrieben? Ich nehme ja jetzt am Stück sozusagen auf. Deswegen weiß ich noch nicht, was aus der letzten Folge für Kommentare erwachsen sind. Ja. Viel schlimmer, ich habe so ein Kitzeln in der Nase. Weißt du, das endet doch gleich wieder in... Habt ihr das schon wieder alles aufgefressen? Wieso hast du zweimal Milch? Ganz schön verfressen, ne? Also jetzt mal bei aller Liebe, aber... Da ist noch was drin, ne? Drei Einheiten. Ich hätte schwören können, hier waren zwei leer. Du noch? So, wen habe ich denn noch nicht weggemolken? Dich habe ich gemolken, dich habe ich gemolken, dich habe ich gemolken, dich habe ich noch nicht gemolken. Alles klar. Keine Milch. Dich? Bleib doch mal stehen. Wir sind alle glücklich. Hier ist ein bisschen eng, ich weiß, aber wir müssen ja auch Platz lassen für Dingens hier, damit die ihren komischen Angeltrieb, ne? Ich wollte sagen, kein Schaf geschoren. Habe ich doch alles schon gemacht. So, fertig. Die Hühner da hinten lasse ich mal.
So, einen schönen Speckstreifen. Der Glu muss nach unten. Hier habe ich die Himbeeren. Komm, dann bringen wir den Glu mal eben nach unten. Dann haben wir den auch weg, weißt du? So, guck. Haben wir nämlich doppelt gehabt. Ich meine es doch im Kopf gehabt zu haben. Genau, dann muss der nach oben und dann können wir nämlich hier schön Schafsmilch rein und hier können wir die Milch rein. Hier haben wir die Blaubeeren, die gehören da rein und hier haben wir Mais. Ach, den haben wir noch gar nicht einsortiert, ne? Weil der komplett neu dazugekommen ist, diese Nesseln. Was war das? Aubergine, glaube ich, ne? Kaffee hier und das da. K wie Kokosnüsschen und Kot nicht. So. Was macht man denn aus Kaffeebohnen? Ich kann ja keinen Kaffee machen. Wofür brauche ich Kaffeebohnen? Ich weiß, gibt es keine Rezepte. Also weil er nach Namen sucht, aber Popcorn kann ich machen. Mais und Salz. 1, 2, 3, 4, 5. Salz. 1, 2, 3, 4, 5. Kochen. Machen wir ein bisschen Popcorn, oder? Ist doch auch was Leckeres. Können wir gleich mal eins schnabulieren. Wobei ich ja eher für süßes Popcorn bin. Also ich bin nicht so der Salz-Popcorn-Fan. Popcorn ist für mich eine Süßspeise. Und ich muss ehrlich sagen, im Kino das Popcorn ist um Längen besser als irgendwie so ein amerikanisches Kauf-Popcorn oder so. Gibt's ja so für die Mikrowelle, ne? Die sind nicht so geil. Hatte ich denn? Ich hatte einmal Popcorn, habe ich gemacht, ne? Da. Jetzt geht's los. Fussel hat Popcorn gefressen. Jetzt kann er abschießen, wie so eine Rakete. Apropos Rakete, Fangkiste. Ah, wo könnte ich die nur haben, weißt du? Ich sehe schon, wenn die Leute jetzt in die Kommentare schreiben, ah, oh, guck doch mal richtig hin, du Idiot. Die ist doch bei dir im Inventar. Ja, das ist richtig. Katze schnuppert an einer Schnecke. Wie ist das keine Giftschnecke? Wir könnten natürlich mal ein bisschen Schnecken einsammeln, oder? Ich könnte mal das Popcorn daraus machen. Wofür brauchten die Kaffeebohnen? Brauchten wir nur für dieses eine Rezept von diesem komischen Vielsafttrank da? Oh, bin ich das gerade gesprungen? Sieht nach einer Schneckeninvasion aus, ne? Das ist schon sinnvoll, wenn man die ein bisschen wegsammelt. Und dann gucken wir mal, wo Tunti Tomti Tomti ist. Da hinten ist Max. Ich habe ihn gesehen. Ist Clarissa die Gehobelte? Warum ist Max so knausig? Ja, muss er eine klatschen. Gehst du hin und klatscht dem einfach ein. Das hat er verdient. Dann wählen wir den anderen Otto da zum Bundeskanzler. So machen wir das. Tomti! Hi, Fedelpi. Raketenspielzeug für mich? Ja. Wow, danke, Fedelpi. Ich wusste, dass die Rätsel eine gute Idee waren. Ja, und sonst? Tomti, was müssen wir denn noch miteinander... Wir haben die Quest doch abgeschlossen. Wir müssten jetzt mal langsam Freunde werden, Freund. Ich weiß nicht, was ich sonst noch hier machen soll. Ich will das ja auch nicht so unendlich künstlich in die Länge ziehen, weißt du?
Gut, haben wir. Hallo, Roan. Schön, dich zu sehen. Ja, was kann ich für dich tun? Irgendwelche Gerüchte. Angeblich hat Live Schwierigkeiten. Der sucht eine Fangbox, aber ich finde meine nicht. Ich würde gerne ein paar deiner geheimen Zutaten kaufen. Will ich das? Alles klar. Geheime Zutat. Na gut. Pilzkorb. Ah ja, ich erinnere mich dunkel dran. Live! Live! Ist live! Na, 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 na. Ich habe absichtlich schief gesungen. Nicht, dass wieder einer sagt, du kannst nicht singen. Das ist richtig, aber. Bitte sehr. Danke. Jetzt aber ein tolles Geschenk. Danke. Arsch. Ja. Hatten wir eigentlich schon geklärt, was so ein Trank bringt? Max! Fidelpi, wenn ich so darüber nachdenke, du bist gemacht für das Amt. Du musst nur einiges lernen, bevor es soweit ist. Aber du solltest es wenigstens probieren, weißt Bescheid, Schätzlein. Konnte ich mich nicht irgendwie von außen gucken? Habe ich den jetzt getrunken oder nicht? Gab's da nicht irgendwie eine Ansicht? Third Person oder so? Meinst du, ich soll mir einen Zylinder zulegen, Max? Ja, aber ich bin doch jetzt verwandelt. Also wenn jetzt andere Kommentare kämen, das wäre witzig. Bin ja jetzt verwandelt, ne? Hi, ich bin Rosemarie. Huhu. Das sind die völlig identischen Texte. Da ändert sich... Also ich weiß echt nicht... Was machen diese Tränke für einen Sinn? Kann mich da mal irgendjemand aufklären? Also selbst wenn sie sich selber begegnet, ne? Wie könnte man das denn nochmal gucken? J? Nee. Nee, J auch nicht, ne? Nee. K, L, P, ist das? Nee. O. Hier kann ich auch nicht erkennen, dass ich irgendwas bin, ne? T, mehr zu Hause, alles klar. R auch nicht. E ist das hier. W ist laufen, Q ist irgendwas anderes. A, S, D, F, G, H, J, ne? K, L, auch nicht. M. Ja gut, ich werde jetzt als Rosemarie, aber ihr seht, also ich bin Rosemarie, ne? Man kann das erkennen. Aber selbst wenn ich mit Rosemarie spreche, sagt die nicht irgendwie, ach, guck mal, ich bin oder so. Das ist ja seltsam. Das ist ja seltsam. Ganz, ganz seltsam. Wofür habe ich mir jetzt diese geheime Zutat geholt? Da kann ich irgendeinen Trank rausmachen, ne? Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Nicht mehr viel. Wir sind fast pleite. Wie geht's euch denn so? Generell mal. Hallo. So, wir könnten mal wieder ein bisschen Futter bestellen. Oder wir können es eigentlich auch selber herstellen, ne? Hallo Katze. Hallo Fluffy. Ja. Was war denn das nochmal für ein Getränk?
Banaler Verwandlungstrank. Was ist das denn jetzt hier? Weißer Pilz, Sternengelee, Fliegenpilz und brauner Pilz. Dann habe ich einen banalen Verwandlungstrank. Bechersaft. Ach, der ist es hier. Zweimal Wildbeere, voller Honigtopf und geheime Zutat. Zweimal Wildbeere habe ich zufällig hier und voller Honigtopf. Habe ich auch einen da. Mann, was können wir herstellen? Michen. Dann machen wir das hier Michen Impossible, weißt du? Sahne, Joghurt. Kann ich Joghurt selber herstellen? Da habe ich einen Becher Saft. Ich würde gerne mal eben die Smoothies machen. So, dafür muss ich einen Apfel schneiden. Was brauche ich denn dafür? Joghurt. Wie mache ich denn Joghurt? Viermal Joghurt. Milch und Sahne. Wie mache ich denn Sahne? Milch. Haben wir ein bisschen Milch? So. Nimm mal 20 mal Milch. Gib die in den Mischer. Dann kriegen wir nämlich schön Sahne, weißt du? Wenn es jetzt klimpert, ich habe mir einen schönen Minztee gemacht. Ja, man sollte vielleicht nicht spielen und Minztee trinken mit losen Blättern. Aber ich finde das einen ganz angenehmen Geschmack. So. Ich mache mal Folgendes. Ich mische das mal zu Ende und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Sollen wir das mal so machen? Und dann machen wir einfach ein paar Schmusis, wa? Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, dann gebt dem doch auch gerne mal eine entsprechende Bewertung. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns zur nächsten Folge von Staxel und in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, hau auch nochmal auf den Abo-Button, knuddel die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.